Herzlich willkommen zu Let's Play Robocraft. Und ihr seht hier schon im Hintergrund, das ist so ein kleines. Also es wird jetzt nur ein ganz kurzes Video, aber ich wollte euch nur mal kurz die Neuheiten zeigen in Robocraft. Einmal gibt es jetzt hier Ketten, sag ich mal, so eine Art Ketten, wie man es auch oft bei Panzern hat, beziehungsweise sollen sie auch für Schnee. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer, wenn ich die dran habe, spiele ich nur Wintermaps. Ich glaube, das ist wirklich nur für Eismaps. Und darauf rutscht man nicht auf Eis. Und ja, natürlich habe ich dazu gleich wieder einen Roboter gebaut mit schön vielen Schutzschirmen. Damit sie mich nicht reinbauen. Und hier in der Mitte eins. Und dann halt da eins und da eins. Das Ganze ist nicht so schnell. Aber es wird mehr ausgezeichnet durch seine halt Stabilität. Also es fällt nicht nach oben um, es fällt nicht nach da um. Es fällt nicht um, es bleibt am Boden kleben. Wie so ein Kaugummi, der weiterrollt. So, ja. Und dann gibt es noch sogenannte Blades. Also hier gibt es die, wie heißen die? Caterpillar Track. Und ja, und die sehen dann halt immer mehr anders aus und werden natürlich auch länger. Hier, das geht jetzt, man muss immer zwei Blöcke dazu rechnen und halt die oben. Das sind auch immer zwei, drei Blöcke, also das ist fünf Blöcke lang. So, hätte ich so einen dran, wäre mein ganzes Fahrzeug an der Seite voll. Und ja, und hier sind diese Blades. Ich könnte die bald kaufen. Und das kann ich schwer sagen. Hatte ich noch nie getestet. Wahrscheinlich, weil die Blades heißen. Also Tesla Blades. Vielleicht, wenn man dann halt, ist ja auch für Hovers ausgelegt. Wenn man irgendwo gegen einen Gegner gegenfliegt, dass der dann irgendwie durchgeschnitten wird oder sowas. Also keine Ahnung. Und ja, und sonst gibt es eigentlich nichts weiter Neues. Der Rest ist old school. Ja, und das war eigentlich das kleine Winter-Update von Robocraft. Und dann will ich jetzt noch eine Runde spielen. Und B, also statt BB muss man jetzt BE drücken oder B oder EP. Aber wir machen jetzt mal kurz Battle, damit ihr euch ein bisschen näher bringen kann. Vielleicht baut ihr näher nach. Würde mich freuen. Nachbauen, Video unten reinsetzen. Freue ich mich. Beziehungsweise nur so ein Link halt. Ob es auch auf euren YouTube-Kanal ist. Aber wenn ihr auch geile von diesen Roboter habt. Ja, und wenn ihr dann auch halt welche habt, stellt's mir hier unter Kommentare. Ich lese alles durch. Nein, das Gerücht ist doch aufgrund. Man fährt damit nicht nur Schneemaps. Das Gerücht, was ich verbreitet habe. Der sieht schon nicht schlecht aus. SMG tank spotted. Medic fire spotted. So, naja, das hat die Geschwindigkeit hier denn. Natürlich hier schön, lass mal reinbremsen. Plasma bomber spotted. Und da vorne so ein paar Schutzschilde und halt auch an den Seiten schon abgedeckt. Weil eigentlich muss man nur da, wo die kleinen Kästchen sind, abdecken und mehr auch nicht, weil die Kästchen sind immer das Entscheidende. Kamikaze lohnt sich mit dem Robo nicht. Dann fall ich einfach hinten rum und hoffe, dass mir hier keiner hinfliegt. Obwohl ich habe ja Plasma kann. Man muss die besten T4-Plasma kennen, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich mache eigentlich auch gut treffen, das ist wirklich gut schauen. Eigentlich mit jeder Kanone. Triffst du gut, machst du gut schauen. Oh, schade. Was hab ich da gerade gesagt? Keine Ahnung, ich kenne so viele englische Wörter und weiß die Hälfte einfach nicht, was das bedeutet. Ich glaube, das heißt halt der Mut oder so.
Hatten wir einen englischen Leute. Jetzt war ich ja auch krank geschrieben. Daher weiß ich den Twitter nicht. Ey, uncool. Uncool. Ja, das ist jetzt uncool, Mann. Das war ja meine Meinung von YouTube. Man hat mir einfach hier die Seite ein. Also ich glaube, das ist. Oh, oh, da war ja nichts mehr. Ich dachte, ich bin so nie. Na klar, wo hat denn der hingetroffen? Das können wir auch nicht in das Box einbauen. Da, dass man wie so eine Art Rückblende hat, wie man es auch bei Call of Duty hat, aber so damit verlangsamen, wo man dann richtig den Schuss sieht. Ich will wissen, der muss ja genau in die Mitte dort getroffen haben, im Zentrum. Also, das Plasma muss dann ja genau hier präzisiert sein, weil da ist ja auch mein Sitz. Also. Nee, nee, nee. Oh, ich brauche einen Vierer-Roboter, um erst die nächsten hier zu kriegen. Den will ich unbedingt. Ja, da muss ich wieder bald einen Vierer-Roboter bauen. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Nur meine Liste wird immer Löcher fallen. Boah, wie weit ich schon bin. Wenn ich überlege, Ende Sommerferien habe ich begonnen. Schon sehr weit. Ich hätte niemals gedacht, das wäre jetzt, seitdem ich mit YouTube begonnen habe, bin ich so richtig weit gekommen. Vorher habe ich immer nur Roboter gebaut, ohne das Ziel weiterzukommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, zumindest das war hoffentlich so ein kleiner Eindruck, wollte ich euch damit schaffen von dem neuen Update. Und dann sage ich hiermit ciao, euer Kumpel BlaseP. Ich würde mich immer freuen über ein Abo, beziehungsweise über ein Like oder über ein gutes Kommentar oder auch ein schlechtes. Und dann sage ich hiermit ciao und bis zum nächsten Mal, Kumpel Blase.